Herzlich willkommen zum MOOC Netzwerk Sicherheit. Ich möchte mich Ihnen zunächst einmal vorstellen. Mein Name ist Andreas Hahnemann und ich bin seit dem Wintersemester 2011/2012 Professor für Rechnernetze und Webtechnologien hier an der Fachhochschule in Lübeck. Von 1997 bis 2002 habe ich Informatik an der Universität Karlsruhe studiert und war danach am Leibniz-Rechenzentrum München tätig. Das Leibniz-Rechenzentrum ist das gemeinsame Rechenzentrum der Münchner Hochschulen und betreibt auch das Münchner Wissenschaftsnetz. Von 2007 bis 2011 war ich an der DFN-Geschäftsstelle in Berlin tätig und habe mich dabei unter anderem mit der optischen Plattform des Wissenschaftsnetzes befasst. Nun möchte ich Ihnen die Inhalte des MOOCs hier etwas genauer erläutern. Nach einer Einleitung kommen wir zu den drei Hauptkapiteln in dem MOOC, wobei sich das erste der Hauptkapitel mit den Angriffsmöglichkeiten auf Rechnernetze beschäftigt. Die Situation, die wir hier typischerweise haben, ist, dass es eine Organisation gibt und die Organisation ist mit dem Internet verbunden und wird aus dem Internet in verschiedenster Art und Weise angegriffen. Dieses Kapitel soll Ihnen diese Angriffsmöglichkeiten erläutern, um dann als Basis für die Schutzmechanismen zu dienen. Die werden in dem anschließenden Kapitel 3 erläutert. Hier geht es dann um technische Abwehrmaßnahmen wie Firewalls, Intrusion Detection Systeme oder Virenscanner. Das weitere Hauptkapitel beschäftigt sich mit der sicheren Kommunikation über Netzwerke, das heißt insbesondere über das Internet, bei dem man davon ausgehen muss, dass Daten passiv abgehört werden, aber auch aktiv geändert werden können. Das heißt, man möchte sicherstellen, dass man zwischen zwei Standorten einer Organisation auch dann sicher kommuniziert, wenn diese Manipulationen im Internet tatsächlich vorgenommen werden. Das heißt, dass Sicherheitskriterien wie Authentizität, Integrität und Vertraulichkeit abgesichert werden. Nachdem die Hauptkapitel sich mit einzelnen technischen Fragen beschäftigt haben, ist es aber auch sehr wichtig, dass eine Organisation insgesamt vernünftig aufgestellt ist, was die Bedrohungslage insgesamt angeht. Dafür sind die Standards IT-Grundschutz vom BSI und der internationale Standard ISO 27000 eine sehr gute Basis und werden hier in dem abschließenden Kapitel vorgestellt. Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der Beschäftigung der weiteren Inhalte hier im MOOC.